Ich habe eine kleine Schultüte gehabt. Damals gab es keine Süßigkeiten und so weiter. Da hat man die kleine Schultüte, die hat man unten mit Papier noch ausgestopft. Und mein Vater, der war in Russland, der hat da Magadenta-Ware gekriegt in der Woche, eine halbe Tafel Schokolade. Da hat er sich mit dem Kollege da, mit seinem Kamerad zusammengetan, hat immer jeder in einer Woche die ganze Tafel genommen. Ne? Und die Schokolade hat er nach Hause geschickt. Das war damals eine französische Schokolade. Und ein paar Bonbons hatte ich auf der Schultüte. Und unser Schullehrer damals, das war ein Lehrer Baumann, das war ein Hauptmann, ein Reserveoffizier vom Ersten Weltkrieg noch. Ne? Das war unser Schullehrer. Und als erstes haben wir, also ich bin 1941 in die Schule gekommen und ist als erstes die Sitterlin-Schrift gelernt worden. Die deutsche Schrift und dann später noch ungefähr noch ja, unser Lesenbuch, alles war noch mit Sitterlin. Und später noch ein halbes Jahr hat man umgestellt auf die lateinische Schrift. Ne? Was war denn die Sütterlin-Schrift? Was war da der Unterschied? Das sagt man Deutsch, das ist die Zickzack-Schrift, das was wir jetzt schreiben, ist Latein. Ne? Und die Sitterlin-Schrift, das ist so, also man hat gesagt, das ist Deutsch geschrieben. Und die Auch mein Onkel, der war in russischer Gefangenschaft und die Russen, die konnten das nicht haben, wenn die Gefangenen das mit Deutsch, also mit Sitterlin-Schrift geschrieben haben, weil sie das nicht lesen konnten, ja, die Kontrolle. Das war aber damals, da war meine Mutter, die ist 1912 geboren, die hat auch Lateinisch geschrieben und ist aber später, haben sie das umgestellt auf Sitterlin und 1941 oder 42 im Frühjahr haben sie das wieder umgestellt auf Latein und so ist es heute noch. Für Sitterlin-Schrift gibt es zwar heute extra Lehrgänge, es gibt Leute, wo das noch lernen. Ne? Wie groß war denn damals Ihre Klasse? Unsere Klasse war 62 Mann. Und in Mainz-Weißenau, da war eine Klasse Jungs, also wir waren 62 und dann war noch, und Mädels auch, und dann war eine gemischte Klasse. Also, da waren dann 30 Mädels und 30 Jungs oder also eine gemischte Klasse. Damals ist ja alles noch getrennt gegangen. Ne? Nur wegen der Anzahl haben sie das dann. Und wie kann ein Lehrer so eine große Klasse in Schach halten? Naja, das war damals die narzisstische Erziehung. Ne? Das war ein Offizier, der hat uns schon in Schach gehalten. Ne? Und wie? Und wie? Oh ja, ach, wir waren ja auch. Als Erstklässler da waren wir ja ängstlich und so weiter. Also, das hat ganz gut geklappt. Ne? Es ist aber das vierte Schuljahr hatten wir ja fast keine Schule mehr. Im September 1944 ist schon die Schule geschlossen worden, weil hier in Mainz laufend die Bombenangriffe waren. Und dann war auch in die Schule war Einquartierung gekommen von der Heeresflak. Ne? Die Schule hatten sie geschlossen.